Was zur Hölle ist dieses Filmjunk? Das verrate ich euch nach dem Intro. Willkommen bei der neuen Filmfabrik mit mir, eurem Host Alper. Wie ich in den vorherigen Videos bereits gesagt habe, bin ich ja nicht alleine bei die Filmfabrik, sondern mein guter Freund Jonas ist auch dabei. Jonas und ich haben uns lange viele Gedanken gemacht, so von wegen, hey, was machen wir mit die Filmfabrik, was machen wir für ein Konzept? Wir wollen hier selber auch ganz viel Neues machen und haben Ideen und Ideen gesammelt und haben festgestellt, hey, hier sind echt so einige Sachen dabei, die sind zu klein und zu wenig. Also haben wir das alles zusammengepackt, uns einen Namen überlegt, nämlich Filmjunk. Junk heißt Kram, Zeug. Und deswegen stellen wir euch hier so in ganz schnell kurzen Formaten so verschiedene Sachen vor. Zuallererst möchte ich euch Filmtipps fürs Wochenende vorstellen. Ich stelle euch jetzt drei Filme vor, die thematisch zueinander passen und auch Spaß machen, mit Freunden geguckt zu werden. In der ersten Reihe möchte ich euch meine Lieblingsfilme vom dänischen Regisseur Anders Thomas Jensen vorstellen. Die sind alle extrem schwarz, grotesk und wirklich vollkommen durchgedreht. Wir fangen an mit Adams Äpfel. Ein Neonazi wird zu Sozialstunden in einer Kirche verdonnert, wo er null mit dem frommen Pfarrer klarkommt. Und dieser Film ist irgendwo in meiner persönlichen Top 50. Ziemlich, ziemlich witzig, kann ich echt nur empfehlen. Als zweites, in China essen sie Hunde. Da geht es um zwei Brüder, einer kaltblütig und gefährlich, der andere sensibel und langweilig. Und die beiden erleben ein paar brutale Abenteuer, weil sich das Leben des Spießers schlagartig ändert, als er einen Bankräuber niederschlägt. Manchmal bleibt einem echt die Spucke weg bei dem Film, aber gerade so das Makabere gibt dem Film so diesen besonderen Charakter. Sehr witzig, kann ich nur empfehlen. Und als drittes haben wir noch den Film Dänische Delikatessen. Svend und Bjarne sind die Betreiber einer eigenen Fleischerei, wo versehentlich ein Elektriker ums Leben kommt. Und Svend findet morgens die Leiche, gerät in Panik und verarbeitet dann, wie es jeder normale Mensch machen würde, den Elektriker so in Fleischfilets und beginnt das Fleisch zu verkaufen. Das kommt bei den Kunden richtig, richtig gut an und spricht sich so rum. Und wie ihr es euch bereits denken könnt, geht das muntere Morden los. Durchaus empfehlenswert. In dem Mini-Format Unbeliebte Meinungen geht es um unbeliebte Meinungen im Film, also so Meinungen, von denen ich glaube, dass sie nicht viele Menschen teilen. Meine erste unbeliebte Meinung ist, Crocosaurus vs. Megashark ist ein guter Film. Ich sag das, weil der Film echt von vielen Kritikern zerrissen wurde und da wurde so gesagt, dass der Film eben nicht zu den Filmen gehört, die so schlecht sind, dass sie wieder Charme haben. Aber wisst ihr was? Ich finde schon. Es geht um einen riesigen Krokodilsaurier, der gegen einen Megahai kämpft. Im Prinzip war es das. Also das US-Militär versucht, die beiden aufzuhalten und Jaleel White spielt mit. Kennt ihr nicht? Kennt ihr doch? Steve Urkel. Und im Format Fake News geht es um News, die wir gerne hören würden, die aber leider nicht der Realität entsprechen. Mit der Ausnahme von Harrison Ford leisten alle, die an Indiana Jones 4 gearbeitet haben, Reparationszahlungen an die Zuschauer. Der Betrag beläuft sich auf den Preis der Kinokarte plus 500 Euro Schmerzensgeld. Michael Bay hat sich bei einer Gasexplosion in einem Transformers-Replika einen Schaden am Frontallappen im Gehirn zugezogen. Er ist zwar völlig gesund und hat keinerlei Schmerzen, aber Nahestehende sagen, er habe genau den Teil im Gehirn verloren, der sein Bedürfnis, Filme zu machen, enthalten hat. Schauspielerin und Unterwäschemodel Kate Upton beschließt, ins Pornogeschäft einzusteigen. Die US-Amerikanerin hat einen 10-Jahres-Vertrag mit Brazzers abgeschlossen. Und in Plothole of the Week stellen wir euch diverse Plotholes aus berühmten Filmen vor. Der ein oder andere mag sich jetzt fragen, was zur Hölle ist ein Plothole? Ein Plothole ist nichts anderes als ein Logikfehler innerhalb der Handlung eines Spielfilms. Und wir fangen an mit Butterfly-Effekt. Und einer der berühmtesten Plotholes ist in einer Sequenz im Gefängnis, wo echten Kutschern Insassen davon zu überzeugen versucht, dass er Jesus ist. Es ist ein bisschen anders, aber das ist jetzt das einzig Wichtige. Daraufhin reist er in der Zeit zurück und sticht sich in die Hände. Und als er wieder zurückkehrt, hat er plötzlich so Wunden an den Handflächen und der Insasse glaubt ihm jedes Wort. Aber wie kann das sein? Wenn er doch in der Zeit zurückreist und sich so die Hände verletzt, dann hätte er doch mit diesen Verletzungen bereits ins Gefängnis kommen müssen. Im Film ist es so, dass sie halt dann plötzlich aus dem Nichts auftauchen. Aber das kann doch gar nicht sein. Oder was glaubt ihr? Schreibt in die Kommentare. Vielleicht diskutiere ich ja sogar mit, denn ich lese gerne mit. Und das war's jetzt nicht nur mit Plothole of the Week,
sondern auch mit der ersten Folge Filmjunk. Was denkt ihr? War das zu wenig? War das langweilig? Sollen wir das weitermachen? Wir sind ja immer noch so am Rumprobieren. Wir hören echt gerne auf eure Meinung. Ich habe euch auf jeden Fall zwei Videos verlinkt. So auf der linken Seite ist nochmal das Übergabevideo von Dominik und mir und mein Vorstellungsvideo, da wo ich wirklich so ganz, ganz, ganz persönlich über mich und meine Vergangenheit gesprochen habe. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal bei die Filmfabrik und diesmal versprochen keinen schlechten Catchphrase am Ende.